Mat. Unter diesem Motto steht das diesjährige Projekt Junge Zeitung der Frankfurter Neuen Presse. Der Finaltag. Knapp 200 Schüler arbeiten seit April auf diesen Tag zu. Sollten vielleicht schon mal ansprechen das Thema, was kommentieren wir heute? Wir sind mit ein paar Mädels aus der Redaktion auf die Zahl gegangen und der Titel ist Facebook funktioniert auch im echten Leben. Vor ein bisschen weniger als 2 Wochen einen Rundgang mit Michael Paris, einem der Top-Kandidaten der SPD Frankfurt, gemacht. Ja, man, Gäste habt ihr jetzt alle, oder? Noch nicht? Na dann, schnell ist es. Los. Bis nachher. Gut. Auch bei all der Arbeit darf das Essen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Deshalb führte der Weg in die Cafeteria, wo ein großes Buffet auf alle wartete. Wir haben noch 4 Stunden, dann muss die Zeitung dicht sein. Große Aufmache, einmal Heimat ist uns Chefsache. Das war ein Interview mit Jörg Mombach. Haben wir einen Rundgang durch das persönliche Bornheim von Johannes Scherer, dem Radiomoderator. Auch der Chefredakteur gönnte sich zwischendrin eine Pause. Doch die Arbeit ließ nicht lange auf sich warten. In den einzelnen Ressorts gab es Profi-Ratschläge für den letzten Feinschliff. Auch untereinander liefen die Vorbereitungen. Ja, das haben wir weggeschnitten. Weil die Tanja hat ja die ganze Zeit so gemacht. Das war so cool. Ich hatte hier so eine coole Hand. Das Ding ist draußen auf dem Boden. Ja, und mit ihrem Kulli und ja. Am Projekt gestern. Am Projekt. Da müssen wir unbedingt noch ganz viele interessante Sachen machen. Ja, also das sind lauter einzelne Fotos. Den Sarrazin habe ich einzeln hier reingestellt. Okay. Es war ein stressiger und anstrengender Tag. Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Die Hauptsache ist ja, dass es allen Spaß gemacht hat. Jetzt ja. Spaßfoto.